Es geht weiter mit Dark Souls und damit begrüße ich euch zum heutigen Stream. Ich habe ein ganzes Stück weitergemacht. Als ich das letzte Mal gestreamt habe, bin ich ja die ganze Zeit gescheitert an so einem Bäumchen. Das haben wir mittlerweile gelegt. Wir haben eine neue Waffe. Ich habe auch noch so einen Feuerteufel gelegt und so weiter. Und wir befinden uns schon im nächsten Gebiet. Haben wir zwei NPCs, die jetzt anscheinend weg sind. Macht aber nichts. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und kommen jetzt in ein Gebiet, das anscheinend extrem weitläufig ist. Okay. Wir sind jetzt auf dem Pfad der Opferungen. Und, wenn ein Gebiet so weitläufig ist, dann. Oh. Was ist das für ein Geheimnis? Dann überlege ich mir, okay, vielleicht locke ich einmal raus. Na toll. Okay, den haben wir. Das war eher ein plumperer Zeitgenosse. Wie ihr seht, habe ich auch gerade keine Seelen mehr. Ich habe alles ganz bewusst ausgegeben. Okay, wow, die sind leicht zu besiegen. Das ist gut. Die Krähengegner mochte ich ja nicht so zugegebenermaßen. Jetzt hier lang. Könnte jetzt natürlich hier runterhüpfen einfach mal. Ja, komm. Mal riskieren. Okay. Wo geht's hier hin? Oh, da ist Loot. Loot ist immer gut. Okay. Da ist so ein Heini. Ah, wo geht's hier lang? Ist immer ganz gut, wenn man sich vorher mal umguckt. Sich anschaut, wo man eigentlich hin will. Okay, dann gehe ich jetzt wohl hier lang einfach mal. So, erstmal das Schild hoch. Was ist das für ein Viech? Ist das gut oder ist das böse? Kann man sagen. Oh, man kann es anvisieren. Okay. Das ist so ein schöner Trick in Dark Souls. Wenn ihr nicht sicher seid, ob es ein Gegner ist, dann. Was ist das denn? Was schießt man? Das ist ja widerlich. Das erinnert mich an ein Todesröcheln bei Hearthstone. Okay. Das ist ja ein ätzendes Vieh. Wenn du mit Nahkampf wärst, sind die schneller fertig gewesen. Okay, und welche Kro. Oh, noch mehr solche. Oh. Gut, okay. Die muss ich auf jeden Fall mal da wechseln, halten, weil es sind ja noch mehr solche Viecher. Mist hier. Also, lass mal den mal ankommen. Alter, der ist aber schnell. Oh, jetzt hab ich. Komm schon, sehr gut. Das ging ja gut. Das ging überraschend gut. Ist das? Alter, dieses Gebiet ist echt voll mit Viehzeug, ey. Ich mag das nicht. Wir sind beide tot, sehr schön. Hat uns auch was gesichtet? Nein. Oh, da ist was. Ich sehe es schon, nein. Ah, oh, ich hab's gesehen. Oh Gott. Oh, ist das scheiße hier? Ist das ein Witz oder so? Mist hier. Was ist denn das für ein Kackvieh, ey? Komm her. Los, komm her, du Scheiße. What the fuck? Oh Mist. Ah, nicht mehr genug Ausdauer.
Und stirb jetzt. Sehr gut. Ich muss auf jeden Fall mehr auf meine Ausdauer achten. Aber Seelen kommen hier zusammen wie nix, ey. Komm ich hier rein? Okay, nur von der anderen Seite. Muss immer aufpassen, dass hier nichts von oben, von der Seite kommt. Okay, ist das ein Gegner? Oh, der. Oh, shit. Erstmal ein Estus reinhauen. Oh, der Dämonenritter. Den kennt man aus Dark Souls 1. Das sind richtig harte Brocken. Widerlich. Na schön. Wieso klappt der Backstab jetzt nicht? Boah, diese Angriffskraft. Oh, what? Alter. Nein! Das gibt's nicht. Ich hatte ihn fast. Misty. Ja, scheiß Raum ist hier so eng. Ärgerlich. Naja, gut. Warum der verfickte Backstep nicht funktioniert hat, das kotzt mich irgendwie an. Hüpfen wir jetzt aber nochmal hier runter. Die lassen wir jetzt einfach mal links liegen, sozusagen. Ach, wie ärgerlich. Das fuckt mich jetzt schon ab. Hätte ihn fast gehabt, ey. Okay, alle tot, sehr schön. Der blöde Heini nervt. Verbrauche ich jetzt aber Blut, ey. Ach, wieder keine Scheiß. Ausdauer immer. Immer fehlt die Ausdauer, ey. Super ärgerlich. So, die haben wir auch. Wenn man die schnell tötet, dann passiert anscheinend nichts weiter. Das Fehler muss ich wahrscheinlich eher andocken. So. Hier hinter wissen wir jetzt, ist ja irgendwo der zweite von denen. Ist eine scheiß Ecke, wo der ist. Schieß mal auf seine Birne. Das war doch schon schön. Okay, es geht anscheinend kein Backstep. Sehr gut. Das lief schon mal besser. Jetzt mit dem blöden Kackritter. Ob ich wohl in meinen Loot rankomme? Ohne dass er kommt? Ja. Schon mal gut. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Glut. Wofür ist sicher? Habe ja eh noch vier. So. Weil sechs haben. Nicht benutzen? Wieso? Okay. What? Naja, eigentlich müsste es ja auch so gehen. Nur welche Waffe ist jetzt vielleicht die beste hier? Ich glaube, ich nehme die einfach. Frage ist allerdings. So, ich kann ja auch so machen einfach. Dann machen wir mal hier einmal, fügen wir mal das hinzu.
Gar nicht. Ach so. Ach ja, alles klar. Verstehe. Okay, so wieder rausnehmen erstmal. Weiß nicht, was Spezialwaffe ist. Ich denke, was das mehr Schaden? Kettenbrecher macht ganz sicher nicht mehr. Macht aber dafür viel kritischen. Das macht 121 bis 27. Mit Schadenwaffen. Naja, es könnte auch so gehen eigentlich. Okay. Aber ich könnte mal, wir versuchen es mal, ein bisschen die Distanz zu nutzen, die uns der Herr zur Verfügung gestellt hat. Wieso klappt der fucking Sidestep nicht? Pisser. So, so wird gespielt, du Pisser, ey. Kein Loot verarscht du mich? Ach, Kackritter, Alter. Früher haben die wenigstens was ordentliches abgeworfen. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Wenigstens im zweiten. Habe ich mich auf jeden Fall schon mal besser angestellt. So, was haben wir hier? Ist vielleicht eine geheime Wand? Nö. Hätte ja sein können. Das hier vielleicht? Nö. Okay. Wenn halt nicht. Hab nur bisher erst eine unsichtbare Wand gefunden. Ich bin bestimmt schon an fünf vorbeigelaufen. So, was wartet hier jetzt? Gibt's ja bestimmt noch mehr Gegner. Söldner Doppelschwert. Nett. Hier hinten. Ja. Die Kohle ist sehr praktisch, weil mit der kann man mich dann beim Schmied neues Zeug, also neue Rezepte quasi, kann man da nicht nur sowas wie Feuerschaden machen, sondern auch Feuerschaden für Großschwerter und verschiedene Sachen kommen mit neuen Rezepten dann hinzu. Da kommen wir aber nicht rein, oder? Ne. Okay. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Frage ist, was zum Henker erwartet uns hier? Ich sehe zwei kleine Krabben. Oh. Oh, ist das denn eine große Krabbe? Holy shit. Kann ich da drauf schießen? Ich von hier aus schon. Ein Stück höher mal. Na? Reicht nicht ganz. Reicht nicht. Okay. Was, wenn ich hier so eine kleine angreife? Oh Gott, ich bin ja auch so schlecht heute hier. Die ist tot. Sehr schön. Oh. Muss ich sagen, im echten Leben sind Krabben echt fiese Viecher. Witzig, ich habe ja gelesen irgendwo, dass wenn die groß, dass wenn man die kleinen angreift, dass die groß dann kommt. Aber kann sein, dass wenn ich den Bogen nutze, dass es dann nicht so ist. Oh, was mache ich denn? Ich schieße hier 50 Pfeile daneben. Oh, jetzt macht er nicht so einen schnellen Ausweichschritt, du Mistviech. Alter, bleib hier, komm. Oh, die lebt noch. Der Abstand ist zu groß geworden. Sehr gut. Okay, es hat ja gut geklappt mit den kleinen Krabben. Kindsmord.
Wenn ich die Kleinen los bin, dann wird die Große natürlich ein bisschen leichter vielleicht. So. Snipern wir uns mal hier durchs Wasser. Ach, ich mag den Bogen. Das ist cool. Wir können die ganzen Großen alle töten. Die ganzen Kleinen. Ich hatte was gesehen. Viele sind das denn, ey? Das ist schon ein bisschen arschig vom Entwickler, dass man das voll geknallt hat, irgendwie. Ist ja ein wilder Trupp hier. Ups. Ja, klasse. Das war ja sehr gut. Ja, egal, der ist ja kein Problem, der Typ. Also wenn wir einen großen Ritter platt machen, dann kriegen wir den ja wohl locker platt. Die Krabben kommen nicht, das ist gut. Ich stehe ansonsten an der Scheißstelle, wenn die Krabben auch noch kommen. Und dann schießen wir den ab, dann kommt der Auler her. Na komm, du Pisser. Ach, das ist doch kein Angriff, hier, du Penner, Alter. So, den haben wir auch, sehr schön. Hierfür laden wir einen Schuss sogar auf, dann könnte es ein One-Kill, One-Hit-Kill werden sozusagen. Och, wie die wegfliegen, ist so gut. Hier muss man immer anvisieren, damit die Hunde nicht um die Rüstung drum herum laufen können. Auf den kann ich jetzt auch zulaufen eigentlich. Piss, Alter. Sehr schön, gleich Titanitscherbe ist super. Okay. Alter. Die großen Krabben da oben gefallen mir. Hier gibt es auch keine Safe Spots, auf die ich mich verkriechen kann oder so. Das wäre nicht so cool ist. So, den haben wir. Da oben müsste der zweite Lanzenmann noch sein. Er hat keine Chance. So. Den haben wir auch. Sehr gut. Eigentlich kommen wir ganz gut voran hier. Sind Leute von diesem Kackvieh? Alter, wie viel sind das? Das ist doch krank, Leute. Das ist schon krank. Mann, das ist echt eine Menge Zeug hier. Das ist etwas, das sehr assi ist, aber ich kann es ja so sagen. Die eine Route kann ich mir ja schon sparen mittlerweile. Wir sind keine Krabbenbabys mehr. Ist hier noch irgendwas? Oh Gott, was sind das da? Okay, ich bin schon noch weiter. Okay, muss ich jetzt einmal ansnipern? Ja, super. Das war ein Schuss. Alter. Ich will hier alle umdrehen hier. Was ist das für ein Stoßtrupp da? Ja, halt den zuerst jetzt. Pisser, komm her, na komm. Hier. Hier, du kleines Kind, ey. Zack, dann tschüss. Das ist wiederum, das sind wohl die lächerlichsten aller Gegner bisher. Ich meine. Na, kommt er an? Hä, wieso habe ich ihn nicht getroffen? So, jetzt habe ich ihn getroffen. Sehr schön. Oh. War ja fast ein Angriff. So. Ich muss sagen, der Schwarze Ritter war erstaunlich einfach irgendwie. Der Vorteil ist, wenn jetzt nicht mehr so. Ja, klar. Jetzt nämlich nicht mehr alle so auf einen Haufen sind, ist das viel leichter dann. Penner, Alter. Ist auch weg, sehr gut. Jetzt mal umgucken, dass hier auch nichts ist. Oh, da oben ist noch einer. Du stehst nicht schnell genug auf, mein Freund. Da ist auch noch eine Lanze. Was ist hier noch so in der Nähe? So, den haben wir auch. Sehr schön. Wie viel ist hier denn? Das ist ja voll der Hinterhalt eigentlich. Zumindest der Name ist cool.
Er hat irgendwie gar nichts geblickt gerade. Ja, klar. So. Kann ich jetzt bitte mal A drücken? Danke. Gott, ich hasse es, wenn die Gebiete so überfüllt sind. Ach Gott, ich sehe gar nicht, wo der Gegner war jetzt. Wo waren der? Es sind so viele, ich sehe nicht mehr. Oh Gott. Da ist er. Da ist auch noch einer. Okay, dann schießen wir den mit dem Bogen ab. Ob ich den wohl one-hitten kann? Wahrscheinlich nicht. Die Strafe war nicht schlecht. Oh, schade. Okay, hätte ich mir den Feuer eigentlich sparen müssen. Hahaha, das wäre ein Rohrkrepierer. So gut wie dieses Baumstamm-Fallgeräusch ist. Ist er, ey. Okay. Wenn ich jetzt natürlich raufkomme, habe ich einen Safe-Spot gegen die Krabben vielleicht. Was hier auch gut wäre. So, was lauert hier oben? Oh, ein Bonfire. Das ist natürlich nice. Wo sind die Krabben? Die sind hier. Kommen die hier hoch? Das ist die Frage. Kommen die Krabben hier bis hier hoch? Kannst du auf jeden Fall mal aktivieren erstmal. So, wir haben ja noch nicht dran gerastet. Ich bin ja versucht, das zu versuchen. Versuch's mal. Das ist irgendwie witzig. Das ist besser. Soll ich jetzt auflade und einen großen Pfeil jage? Ja, das ist besser. Dann setzen wir unsere Magie mal so ein. Ah, jetzt verpisst sie sich. Das ist natürlich nicht cool. Die kommen dann irgendwo mit vollem Leben wieder raus, habe ich gehört. Das ist super assi. Boah, das ist ja richtig assi, ey. Schieß mal weiter. Gucken, ob die sich wieder verpisst haben. Ist ja widerlich, ey. Das ist ja echt abgefuckt. Dann kommt sie da hinten mal wieder raus. Oh. Das sind ja Mistviecher. Ja, Krabben sind echte Assis. Okay, wir schießen aber noch ein paar Mal drauf. Nun hat sie ja schon eine Menge Damage gefressen, bevor wir überhaupt nur da waren. Ich könnte überlegen, ob ich einfach da runterspringe. Nee, Krabben. Gräbt sich schon wieder ein. Och, Assi, wie, ey, sehr furchtbar. Das ist ja richtig dreckig. Krabben hasse ich ja jetzt schon. Mistviecher. Okay, wir gehen mal hier weiter. Gucken wir, was wir hier so finden noch. Da sind zwei solcher Kollegen noch. Aber sind die Pfeile definitiv besser benutzt. Ah, oh, super. Sag mal, verarscht mich? Danke. Ja, ich will die mich unbedingt auseinanderziehen. Da sehe ich auch schon eine dritte Lanze. So. Ja, Sackgesicht, ey. Sieht er hier eigentlich noch was? Nein. Mein Gott. Schieß nur den an. Je weniger man Dark Souls auf dem Haufen hat, desto besser. Das ist wohl eine Grundregel, die
Jeder kennt den. Upsa. Der Dark Souls gerne spielt. Pisser, Alter. Echt, das war jetzt echt unerwartet. Oh Gott, die Scheißwand, ey. Okay. Was hockt daneben? Ist ja bestimmt kein NPC da drüben. Was ist hier so ein Gro. Ach so. Oh, na dafür ist aber mein Spot jetzt nicht perfekt eigentlich. Oh, das ist gut. Das machen wir. Das nutze ich jetzt auch. Der kommt rumgerannt. Kann er hier oben angreifen? Ne, oder? No chance, Pisser. Ja, klasse. So ist sehr intelligent. Hohoho, das liebe ich ja. Immer schön in die Fresse hier. Zack. Na, halt still. Komm, dann geht's schneller. Jawohl. Das ist gut. Und da hinten ist aber auch noch einer. Hat er sein Kreuz liegen gelassen? Ne, da hat er noch eins. Okay, alles klar. Oh, der war knapp. Oh, der ging in den Kopf anscheinend, der einer. Oh, ach, Arsch, Leute. Okay, na dann. So, kleine Titanitscherbe haben wir. Estus Scherbe. Oh, Estus Scherbe. Nice. Ich habe bald keine Pfeile mehr. Und eine Glut. Naja, gut. Nice to have, aber nichts Besonderes. Na, ich glaube nicht, dass hier eine versteckte Mauer gibt. Gut, da hinten höchstens. Guck mal, wie hoch. Ne, man kommt nur runter. Wohl. Ist das vielleicht eine versteckte Mauer? Ne. Hätte ja sein können. Komme ich aber nicht hoch, oder? Ne, keine Chance. Okay, dann geht's weiter. So, sollte einer von euch hier kommentieren, dann kann ich es leider nicht sehen. Weil ich habe die Twitch-App abgedockt, damit ich mehr sehen kann vom Spiel. Also ich grüße dich auf jeden Fall, lieber Zuschauer, und hoffe, du hast deinen Spaß hier. Hier geht's rein. Oh. Das gibt's ja auch nicht, sollte man sich zweimal überlegen. Das war jetzt echt ein bisschen blauäugig. Oh, den hat's ja schon erwischt gehabt. Okay, den killen wir mal auch direkt hier. So, war ja klar, dass er nicht packt. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Gut, dann nehmen wir halt die großen jetzt, egal. Alles klar. Man weiß ja nie. Was haben wir hier oben für einen? Ist das einer? Hat er was Besonderes? Wahrscheinlich nicht. Oder hat er einen Zauberstab in der Hand? Ich weiß ja nicht. Der kommt jetzt bestimmt runter. Genau, der andere kann, glaube ich, zaubern oder so. Na, wo bist du denn? Komm her. Kristallner Edelstein, geilo. Okay, da ist noch einer. Okay, dadurch, dass er jetzt eh stillhält, ziehen wir mal auf seine Fratze. Dann schießen wir den Großfall in die Fresse, ey. Hoho. Tja, sehr gut. Sein Standort ist schlecht. Oh, das hasse ich ja. Ach, bleib da stehen, Junge. Ach, Sackgesicht. Ach, meine Güte. Das ist ein Pisser. Oh Gott, wie schnell der schießt, Alter. Ist ja nervig. Das
So, Backstep. Das ist auch erledigt, schön. Hier ist aber keiner mehr, okay. Stab des Ketzers, mhm. Okay. Gucken, was uns hier oben erwartet. Alles klar, erledigt. Jetzt habe ich aber viele Seelen bei mir. Okay, na dann weiter. Wir haben sogar noch vier Estus. Ah ja, hier waren wir vorhin. Genau. Ah ja, hier wartet schon einer. Ach, okay. Ja, war eine scheiß Idee. Na komm her, mein Freund. Komm her, komm. Na komm her. Ja, darauf habe ich gewartet. Genau. Ich dachte, wenn ich ihn überrasche, dann komme ich vielleicht rum, aber dem war nicht so. Okay. Da geht's da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, hier ist nichts. Da oben hockt wohl auch niemand. Oh, so ein Vieh. Oh, so ein Vieh. Oh, das ist jetzt mies. Oh, das ist jetzt mies, Alter. Oh. Okay, wir haben alles, was wir wollten. Jawohl. Ich hatte befürchtet, dass sie einen in den Hinterhalt locken, aber ich wollte das Vieh unbedingt. Erstmal hier lang. Krieger schlafen voraus. Die habe ich wahrscheinlich schon getötet. Okay. Hier ist irgendwo was. Alter, was war das denn, Mann? Oh, zwei von denen. Uncool. Das ist schon sehr nervig. Boah, was haben die denn für eine Lebensleiste? Ach, das ist nur einer gewesen, oder was? Oh, jetzt liegt er erstmal unten. Ja, so. Na komm her, mein Freund. Na komm, stich zu. Na komm, du bist gierig, mein Freund. Dann stich ich zu. Und blocken und töten. So. Genau, so schnell sitzt mich dann doch nicht. Okay. Und weiter auf der Feste. Gibt's einen Skilljump? Nö. Nö, nö. Och, das ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt nehmen wir. Da ist gar nichts. Ah, klasse. Voll umsonst. Naja, gut. Dann wieder runter. Ja, hier kann ich ja lang rennen. Hier habe ich ja schon alles platt gemacht. Oh, jetzt kommt der Teil. Da entsteht auch irgendwas. Dann benutze ich jetzt einen Pfeil. Ich weiß, was es genau ist. Es ist sonst jedenfalls. Ist es. Oh. Naja, hier habe ich anscheinend einen Safe Spot. Das nutzen wir aber aus. Versucht wohl immer um die Ecke zu laufen.
Okay. Na komm. Schlag zu. Ja, den haben wir auch. Jetzt bleibt noch der Zauber. Oh, da ist noch ein Lanzenheini. Ah, da ist noch einer. Gehen wir mal zu dem zuerst. Wer ist denn schon mal weg? Ist jetzt der Lanzenknallkopf? Ach da. Das sind sogar zwei jetzt, oder was? Ja. Och nö. Pisse. Wer ist zwei? Oh. Das ist ja scheiße. Okay. Das sind ja zwei Assis. Gleich zwei Zauber haben sie auch toll gemacht. Oh, Pisse, Alter. Ah, so, jetzt haben wir es aber. Was? Wollte ich es aber auch mit Hauruck nicht mehr fertig haben hier. Sehr ätzend. Da waren wir schon. Okay, keiner hat was gedroppt. Warum auch? Ach, Moment. Wir haben ja noch das Loot vergessen, was hier lag. Ging es auch wohl die Treppe rauf oder irre ich? Oh, das ist ein Loch. Genau. Oh, nö, oder? Okay, wo geht's da hin? Da ist auch Loot. Da will ich noch nicht hin. Mal gucken, was wir noch so finden. Okay. Schön vorsichtig. Zum Henker bin ich denn hier? So viel Platz könnte im Bossgebiet sein. Habe ich auch keine Lust mit 10.000 Seelen. Nee. Später vielleicht. Das machen wir ein anderes Mal. Habe ich jetzt keine Lust mit so vielen Seelen dahin zu laufen. Ich springe aber in das Loch, würde ich sagen. Da geht's aber tief runter. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Die Frage ist, wie komme ich da oben rauf? Ah. Aha. Ist hier irgendeine Wand, eine geheime Wand? Ah, ich habe keine Lust, mit der Waffe über gegen zu donnern. Oh, wer bist du denn? Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. Okay. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Okay. You'd better not. Sorcery is not for everyone. Yeah, that's my cool sign. You should never be forced. You have your own methods. Sorcery need not be one of them. Don't let it bother you. Be on your way then. You're unkindled. Shouldn't you get back to your duty? Oh, I thought you'd already given up. Warum denn? Well, nothing has changed. You're not inclined for sorcery. It is either a natural fit. Be on your way then. You're unkindled. Naja, was soll's. Nicht weiter tragisch. Genau, das ist unsere tolle Treppe. Okay, können wir uns das ja holen hier. Oh, nett.
immer noch die Frage, wie wir in den Keller kommen. Den Weg habe ich noch nicht gefunden, anscheinend. Hier ging es ja nirgendwo runter, eigentlich. Blöd. Und hier geht's noch raus. Und hier geht's. Ist das eine versteckte Wand? Nö. Komm ich auch nicht durch. Ach, come on. Das ist aber auch nichts. Das leuchtet. Beschwören wir das Phantom. Von mir aus. Hat anscheinend nicht funktioniert. Cool. Und doch hat's. Oh, nett. Dann hilf mir mal, Egon. Frage ist, wo ich überhaupt lang? So eher die Frage. Wenn ein Wegweiser wäre, wäre wahrscheinlich jetzt praktischer. Komm ich da unten irgendwie rein? Ich habe keine Ahnung, ey. Absolut kein Schimmer. Och, da sind wir lauter Krabben. Ist ja widerlich. Ich springe jetzt aber mal hier runter. Aber was Lagerfeuer von den zwei Hanseln? Oh, ich weiß aber auch nicht, wie man hier reinkommt. Oder muss ich hier rum? Ich irgendwie durch das Krabbengebiet? Das wäre ja auch eklig. Oh, das ist doch scheiße, ey. Die ganzen kleinen Pisskrabben da. Ne? Komme ich hier kaum wieder rauf, oder? Oder komme ich nur. Na, dann macht das Egon, oder? Nö. Blöder Egon. Das ist eklig. Ist man einmal unten, dann ist ganz schön. Okay, Egon macht das. Na, dann machen wir weiter, Egon. Du machst das. Ich bin gespannt, ob dann die Mutterkrabbe kommt. Springe ich jetzt einfach mal hinterher. Scheißegal. Grüne Blüte, nett. Glittermoosklumpen, nett. Dann geht's hier bestimmt rein. Yay! Yeah. Egon macht das. Was ist Mist hier? Wow, what the fuck? So, den haben wir erledigt. Sehr schön. Man kann übrigens auch gegen den Egon kämpfen, wenn man möchte. Oh, ein Waisenring, interessant. Ich dachte, es wäre eine unsichtbare Wand wegen der Reflexion. Na gut. Hier kann man wohl aber nichts machen. Na dann mal weiter mit Egon. Oh, hier geht's auch hoch anscheinend. Wo bin ich denn hier hin? Ach, fuck it, Alter. Ich hätte gleich runterspringen brauchen. Das ist natürlich zu dumm. Egon tötet weiter fleißig anscheinend. Was ist das denn für einer? Okay, dann benutzen wir hier mal, ja. Schießen wir mal auf den, gucken wir mal, was er macht. Okay, was ist das denn für einer, ey? Okay, wo ist denn Egon? Egon. Hier, da. Da, Egon, der. Hohoho. Na dann, Kackphantom, komm her. Hat aber viel Leben, der Typ. Und ich habe nicht mehr viel Leben, was schlecht ist. Oh, der hat gesessen. Ich lass den mal machen, ne? Alter, was ist das denn? Da ist noch einer, oder was?
Oh. Na toll. Ich bin also schnell. Was ist denn das für ein Mist? Alter Falter. Ich habe aber nichts mehr zum Heilen. Das ist das Problem. Oh oh. Die ganze Phantom ist echt am Arsch, Mann. Über den Rückzug antreten. Oh, der kommt so hinterher, der Pisser. Ach du Scheiße. Hier ist er. Oh, na klasse. Schnell weg. Oh oh. Der ist, glaube ich, nicht hinterher gekommen. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal so einen schönen Knochen benutzen und den Heimweg antreten. Hä? Wieso? Wieso kann ich jetzt nicht den Heimweg-Knochen benutzen? Verstehe ich nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Heimweg-Knochen. Hä? What the fuck? Dann setze ich mich halt. Ach, wo war. Jetzt ist natürlich die Frage, wo war dieses Lagerfeuer? Muss ich zurück an mein Lagerfeuer? Wenn ich noch einen Plan haben sollte, wie ich da hinkomme. Genau, hier kam er her. Hier kommen wir irgendwie lang. Da war dieser Torbogen. Ah, wo war denn das Leuchtfeuer nur? War es hier oben irgendwie? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Doch, da war es. Puh, ich hab's nochmal gefunden. Hier, hey. Ich kann mich da nicht ransetzen, wegen des Phantoms oder was? Oh, na das ist ja jetzt toll. Kann ich ihn wieder nach Hause schicken? Nö. Klasse. Das ist echt nicht cool, Mann. Hat Egon nichts zu tun? Ach man, shit, ey. Ich will mal nach Hause. Wie werde ich jetzt Egon los? Hm. Gehen wir durchs Tor. Ihr habt so welche Pilze. Kann er doch gerne kämpfen. Da, da Egon. Kümmere dich. Ach, Sack, ey. Alles muss ich selbst machen. Das macht Egon aber auch nichts mehr. Was heißt, ich ist geheilt? Oh fuck, hier sind ja Pilze, Viecher da. Na, geh mal hin, Egon. Mach mal. So, Egon macht das. Diesen Riesenhammer da. nett. Von euch gereicht. Naja. Oh Mann, der Giftschaden steigt und steigt. Okay. Ist er? Ist er nicht? Boah. Oh Mann, ich grill ihn aber sowas von. Wo haut er jetzt hin? Egon riecht irgendwas.
Ja, der nächste Pilz, sehr gut. Oh Mann, der Giftschaden bei Aegon. Aua. Das war's wohl für die beiden. Sehr gut. Nicht hier in Ernst, Aegon, jetzt, oder? Oh, er hat eine Estus. Cool. Ich hab immer das Loot. Aegon macht das. Der ist erledigt. Wow. Mit Vollsaber nochmal draufhauen. Okay. Jetzt natürlich versuchen nochmal zu den zwei Sackrittern zu gehen. Wenn Aegon jetzt eh geheilt ist, könnte man es ja nochmal versuchen. Wofür müssen wir hier lang? Kommt Aegon überhaupt noch hinterher oder ist er festgepackt? Ne, da ist er. Ich komme ja nicht ans Lagerfeuer, glaube ich, ne? Ne. Okay, tja, versuche das Beste aus der Situation zu machen. Kann ich mich mit irgendwas hier heilen? TP. Nützt mir nix. Was ist das? Das nützt mir alles nicht viel. Ich dachte, ich hätte was gehabt, was mich mal heilt oder so. Habe ich echt nichts, was mich heilt oder so? Shit. Mann. Das ist ja Bullshit. Okay. Klasse. Jetzt kriege ich einen Anruf. So, wieder. Habe ich nichts zum Heilen? Ich weiß gar nicht, womit ich mich heilen kann. Das ist ja blöd. Das ist ganz blöd. Was denn jetzt? Fuck. Wie werde ich mein Heini los? So viele Sachen, ey. Oh, ich weiß. Oh, ich habe eine Idee, wie ich den loswerde. Ich schicke ihn zu den Krabben. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ich schicke ihn einfach zu den Krabben. War die eigentlich nicht hier drunter? Ich muss mal kurz gucken. War die nicht hier drunter? Ich dachte. Ich dachte, die wäre beim Leuchtfeuer gewesen. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Keine Krabbe hier? Hm? Habe ich mich geirrt? Oder war die hier? Da hinten. Wo ist die andere Krabbe? Wo ist denn die zweite Krabbe hin? Da geht er schon wieder rein. Mit seinem Hammer. Nice. Der haut drauf, Aegon. Da haut er die nächste Blatt. Okay. Interessant. Und wenn ich jetzt die da hinten einfach mal angreife? Gucken. Oh, so weit gucke ich nicht, oder was? Noch ein bisschen höher vielleicht? Nee. Schade. Ich komme leider nicht so weit. Das ist ja blöd. Wo
komme ich denn wieder hoch? Da im Zweifelsfall? Nirgendwo? Wo ist denn jetzt der Aegon hin? Aegon, huhu. Bist du Aegon? Keine Ahnung, wo der sich da rumtreibt. Ach, da ist er. Ich dachte schon, er tötet wieder kleine Krabben. Grashoppenschild, nett. Na, Aegon, willst du dich da kümmern gehen? Ach, ich wusste es. Was? Oh, nicht irgendein scheiß Finstergeist, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Gut, beschissener Finstergeist. Och nee, jetzt. Ach. Ich hasse Finstergeister. Das ist nicht cool, Mann. Jetzt muss ich mit Schild rumlaufen. Ach Gott, Finstergeist. Ich hab irgendwas gehört. Oh, da ist er. Blöde Finstergeist. Zwischen auch super schnell, ey. Oh, jetzt ist er gleich tot, der Arme. Oh, hat er wenigstens runtergehauen. Los, nimm den Estus, Mann. Nimm den Estus. Jetzt heilt er sich aber auch nicht, der Idiot. Das gibt's aber nicht. Wo muss der hocken? Ich will die ganze Zeit die Dinger, aber ich sehe nicht. Was ist der denn nur? Beschissener Finstergeist, ey. Wenn sich Aegon wenigstens mal heilen würde. Ach, da unten ist der. Ah, ist klar. Ach, fuck it. Ach, dreckiger Bastard, ey. Weißt du, das ist ja so leicht, ja, nachdem ich ja gar keine Heilung mehr habe und dieser beschissene Drecks-Aegon da einfach mal rumnervt, ey, weil er nicht stirbt. Idiot, ey, ich hasse diesen Affen. Wenigstens habe ich mein Loot wieder. Ach, sowas fuckt mich total ab. Sowas fuckt mich übelst ab. Feuerbandschrein. Oh, so dumm, einfach nur so dumm. Ja, hier gibt es jedenfalls eine Menge ekliger Gegner, so viel sicher. An sich war das Phantom hier ganz nice. Okay. Dann steigen wir erstmal auf. Aber es machen wir einfach mehr Damage.
Oder haben wir lieber mehr Munition wieder? Das ist halt die Frage. Ich meine, ich glaube, den Schutz gegen Magie haben wir so oder so. Ich glaube, ich mach's mal so. Ich glaube, ein bisschen mehr Kondition kann nicht schaden. Hat das noch irgendwelche Vorteile eigentlich? Ah, okay, ist klar. So. Mal gucken. Ich hole erstmal Pfeile. Ja. Haben wir noch. Das Gefühl, dass die Loot mehr günstiger war. Okay, was haben die anderen? Ach so, stimmt. Ich kann ihm jetzt ja hier die, das Ding geben, die Kohle. So gut. Ja. Oh, hier. Verstärken. Yeah. Sehr gut. Jetzt haben wir 8 Estus. Perfekt. Und die Kohle. Da freut er sich. Okay. Oh, ich habe jetzt 8 Titanitschirme. Das heißt, ich könnte meinen Bogen noch aufbessern. Das wäre auch cool an sich. Den Bogen noch mal auf plus 6. Wäre sicher nice. Alter, die skaliert heftig mit der Geschicklichkeit. Wenn der Bogen ist schon nicht schlecht, aber... Die sind auch nicht schlecht. Und die ist natürlich ziemlich schnell, aber auch doppelt. Das ist irgendwie auch cool. Die skalieren auch gut. Hm, nicht schlecht. Ich überlege, will ich den Bogen einfach mal ein bisschen hoch machen? Ich glaube, das kann nicht schaden. Ja, Mann. Langbogen plus 3, sau gut. Okay, sonst noch die Frage. Ich könnte natürlich auch was durchwirken. Was trage ich jetzt? Das hier trage ich. Ist das hier echt besser? Nö. Es verbessert nur die Haltung. Irgendwie ist es ja Verschwendung. Okay, so, dann könnte ich natürlich noch durchwirken. Mal überlegen. Wie ich so ein Ding hier durchwirke. Das macht nicht viel. Das macht viel. Haha, Feuer. War nicht schlecht. Das wird dunkel. Scharfwelle stellen, ja. Das ist natürlich auch was. Das ist dann Skalierung besser auf Geschick. Jetzt plus 42, nur weil es dann auf B steigen würde, ey. Oh, wie geil ist das denn? Was ist hier? Der Kickbrecher. Naja, der wäre so oder so nicht so toll. Das wäre plus 1, das wäre nicht besonders toll. Das Langschwert. Das hätte dann auch durch Angriff. Gibt schon lustige Items hier. Guckt euch dazu alles auszuprobieren. Wie. Rapier. Plus 31. Ich werde versuchen, mal was davon auszuprobieren, aber. Welche waren die? Die waren durch die etwas dickeren, ne? Ach ja. 130, 136. Wie viel macht die aktuelle Waffe? Ausrüstung. Wie viel macht die 138 bis 28? Ist schon heftig. Ist schon echt heftig. Dann haben wir noch die Ringe hier. Achso, das muss ich auf jeden Fall wieder ins Leuchtfeuer dann. Stimmt. Gegenstand kaufen. Was hat er noch so? Hat er noch was Besonderes? Achso, diese Blitzgefäße da. Stimmt. Oh, Betriebskontrolle sind fast leer. Toll. Zählen vielleicht? Ich meine 39.
Lohnt sich vielleicht nicht unbedingt. Die gewöhnlichen Pfeile sind bei mir aber irgendwie teurer. Da habe ich andere Pfeile in meinem Inventar. Nicht. Feuerpfeile sind nett. Aber jetzt auch nicht herausragend. So, jetzt habe ich noch so viel übrig. Das muss ich noch rufen, glaube ich. Aber ich habe ja keine Lust auf, dass das im Nichts verschwindet. Oder ich rüste jetzt einfach mal auf hier. Irgendwas. Durchwirke ich irgendwas noch? Ich weiß nicht. Ich könnte diese Dinge einfach mal durchwirken. Die müsste nur Doppelschwert. Also was. Schwierig. Das hat, hilft ja nicht viel. Langschwert. Ach ja. So wäre es bei. Aha. Okay. So wäre es auch gut. Das Uchigatana, ey. Ich bin mir unschlüssig. Ich kaufe mir einfach noch ein paar Pfeile, das tut's ja auch. Ja, ich glaube, ich kaufe mir einfach noch ein paar Pfeile und dann passt das. Ich weiß es auch nicht, wohin ansonsten mit den Seelen. Will sie auf jeden Fall nicht verlieren. Das würde mich irgendwie nerven. Ich kaufe jetzt aber nur 29 und das ist okay. Jubai. So ist er auf jeden Fall wieder voll ausgerüstet mit Pfeilen und der Bogen macht jetzt auch mehr Damage, was auch sehr gut ist. So, die Frage ist, eigentlich könnte man mal gucken, ob das ein Endgegner war hinter der Feste da. Allerdings muss man auch wieder durch, was ein bisschen nervig ist. Das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen nervt jetzt. In diesem Gebiet gibt es ja schon viel zu erkunden irgendwie, aber war. Naja. Jetzt haben wir wenigstens 8 Estos, das ist ja auch was. Jetzt sind die alle wieder da, das ist natürlich ein bisschen nervig. Ach, kriegen wir einfach beide tot? Jawohl. Ist doch viel besser so. Da muss ich ja nicht wirklich. Oh, jetzt können wir mal das hier mal ausprobieren, oder? Ach, blöde M nerven echt tierisch. Ja, die nerven immer, diese Magieschadensachen, ey. Besser. Man kann die Schüsse hören. Das ist gut. So weiß man nicht, ob einer wieder aufgehört hat. Okay, der ist erledigt. Falls hätte ich gerne Glut. Ja. Ja, habe ich immer noch 4. Und falls es gibt auch genug Gegner, die eine droppen. Da kommt jetzt einer, oder? Ich dachte, der hätte mich irgendwie gesichtet oder so. Okay, er weckt alle. Okay, sehr schön. Dann ist er da jetzt der nächste anscheinend. Na komm her, komm. Komm, Pfiffi. Schade, ein bisschen mehr Damage.
Okay, sehr gut. Das hat ja viel besser geklappt, als ich hier erträumt hätte. Hier ist ja nur der Übergang, genau. Kann ich da vielleicht einfach durchrennen? Nee, unmöglich. Ach. Juhu. Na komm her, Mann. Komm her. Na komm. Na komm. Oh, jetzt steht der so scheiße. Pisse. Oh, die da hinten sind richtig nervig, ey. Beziehungsweise super ätzend trifft es wahrscheinlich an. Bäm. Oh. Sacke. Verstecken sie alle so hässlich da. Das ist nicht cool. Oh, das ist echt widerlich. Hierher, komm, Fifi, komm. Na komm. Der da hinten sieht mich anscheinend nicht. Perfekt. Ins Loch. Okay, jetzt hat er mich doch gesehen. Das ist natürlich noch besser, wo ich jetzt nicht umrüsten jetzt. Jetzt hätte ich noch die zwei Magier-Heinis. Oh, den gibt's auch noch da. Stimmt. Hätte ich ganz vergessen. Ach, das ist eklig. Aber egal, er sieht mich anscheinend nicht, also nutzen wir das jetzt. Oh ja, der war schön. Oh, Pisse, Alter. Das hier ein Versteckspiel, ey. Ist der hinter der Ecke da? Was ist denn der? Überrascht! Arschloch. So. Gibt's nur noch den einen. Hier ist auch hin. Gut. Dann können wir ja durchrennen jetzt. Weiß nicht, wie das Langschwert. Ich glaube ja. Ich glaube, ich nehme hierfür das Langschwert. Hä? Ah. Ja, whatever. Und bin ich jetzt zu schwer? Nein. Und hier mache ich mir vielleicht einfach Feuer hin. Ist das hier besser? Keine Ahnung. Einfach mal rein jetzt. Oh ja, das ist der Bus. Hier, wo taucht er auf? Er ist weg wieder.
Na komm, wo bist du? Da. Mist, wie ey. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, was? Pisser. Oh. Oh Mist, ey. Diese Phase. Oh Mist. Oh. Oh, ich bin tot. Verdammt. Scheiße. Zu viel Damage. Ärgerlich. Ich sollte den Blitzschaden lieber nehmen. Ach, Goddammit. Ich hätte auch noch so ein Grasbinde nehmen sollen. Mist. Das ärgert mich jetzt. Das bin ich zu schwer. Dann Uchikata ist so schwer, es ist dumm. Die Keule. Ah, okay. Ich muss ich was nehmen, was schneller ist. Das ist echt blöd, ey. Das nervt mich jetzt. Oh, hat mich echt getroffen, der Pinner. Jawohl. Oh, wie schnell die sind, die Geschosse. Ja, und tot. Tü-tüm. Konnte sie wohl nicht schnell genug erwecken. Na dann. Ich glaube, man kommt aber auch echt nicht rum um diese Feste irgendwie. Was total nervig ist. Pisser. Ich würde ja gern einfach durchrennen. Das hier will ich mal austauschen gegen das Kiefernharz. Das renne ich einfach durch, komm. What the fuck, wo kommt der denn her? Okay, whatever. Ob ich jetzt so eine Glut... Ja, ich hoffe, wir das extra Leben auf jeden Fall haben. Es heilt auch gleich wieder. Ich hätte von der Glut benutzen sollen. Okay, jetzt Ausrüstung. Nehmen wir auch noch so eine Blütenblätter mit. Was natürlich ist jetzt einfach besser, wenn ich das Papier nehme. Und das vielleicht einfach ein bisschen bedampfe oder so. Wie viel mache ich Papier? Was denn jetzt?
Scheiße, Mann. Bin ich bescheuert. Hier ist es doch. Das macht jetzt nicht so viel Damage, aber dafür Crit. Wie viele Angriffe haben wir denn damit? 3, 4, 5, 6. 6 haben wir damit. Mal ein bisschen rechnen. Ausrüstung. 118. Zu. Na gut, macht schon weniger Damage. 166. Aber dafür können wir noch. Haben wir mehr kritische? Schwierig. Ich versuch's einfach mal jetzt mit dem Ding, glaube ich. Ich glaube, ich versuch's einfach mal. Okay, wir machen jetzt Blüte mal. Bernhard. Dann rein ins Getümmel. Oh, fuck it, Alter. Ist so eine Scheiße hier. Guck diesen Kack nochmal an. Das Kiefernharz ist so geil. Meistens taucht er an der Seite auf, aber ich weiß es nicht. Ja. Die Seelen sind mir völlig egal. Nicht mehr eine Runde hier. Okay. Wo ist der Tür jetzt? Boah, klar. Oh, Viecher, Alter. Okay. So, gut. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. What the fuck? Wo ist sie viel denn? Oh, so ein Alter, ist das ein Beschiss, Alter. Fick dich doch, du Kackspiel, ey. Ja, so ein Dreck. Leck mich am Arsch, Alter. So. Fuck you, Kackspiel, Alter. Oh. Das kotzt mich jetzt richtig an. So ein Scheiß. Okay, wir werden jetzt den Stream, kein Bock mehr.